Frau Kollegin. Morgen. Oh, frisch und ausgeruht sieht aber anders aus. Schlecht geschlafen oder zu spät ins Bett? Gut geschlafen, spät ins Bett, aber der Abend war es wert. Ach, das freut mich aber. Während du dich amüsiert hast, war ich auf Jules Elternabend. Ach, und wie war der erste Schulkontakt nach 20 Jahren? Naja, Jule steuerte Mathe auf eine 5 zu, aber das wussten wir ja vorher. Jetzt, wo du den Lehrer kennst, weißt du auch, dass es nicht besonders leicht hat. Ja, aber du hättest auch früher was tun müssen. Hausaufgabenkontrolle, Nachhilfe. Jetzt kommt meine Mühe ein bisschen spät. Bisschen Witz, oder? Ausgerechnet du, Morgen, sagst mir, dass ich mich zu wenig um Jule kümmere? Unser, wenn's gerade passt und ich nichts Besseres vorhab, Papa. Jetzt reg dich mal nicht auf, vielleicht können wir ja doch noch irgendwas machen. Nein, das können wir nicht. Mathebegabung liegt auf dem Y-Chromosom. Da hilft auch Nachhilfe nur bedingt. Ja, ich hatte nie eine 5. Guten Morgen, Yvette. Morgen. Und wie war's mit Alex? Spaß gehabt? Kriminalkommissariat Weimar, Yvette Müller. Gut, mach ich. Jacke kannst du gleich anlassen, im Goethepark liegt ein Toter. Vielleicht warst du einfach zu lange alleinerziehend. Da wird man mit der Zeit kritikresistent. Wir haben ja nie einen Vaterschaftstest gemacht. Vielleicht bin ich ja noch alleinerziehend. Ein Witz. Hey, stopp mal. Latsch doch nicht auf die Spuren hier. Da hat einfach jemand gebremst, das alles. Ach ja? Und was ist das? Glassplitter. Und da. Blut. Das hier ist aber gerade nicht unser Tatort. Der ist da hinten. Auf jeden Fall ist es eine ungesicherte Unfallstelle. Und das sollte sich die Spusi mal ansehen. Okay. Zack. Können Sie bitte die Spuren sicher an der Straße? Guten Morgen, Herr Sturm. Guten Morgen. Das glaube ich jetzt nicht. Das ist doch Jules Mathelehrer. Hartmut Erike, der strengste Lehrer der Schule. Gestern steht er noch vor den Eltern und schimpft über rauchende Schüler. Und jetzt liegt er hier neben ihm eine Flasche Schnaps. Das passt überhaupt nicht zu ihm. Ob er Alkohol konsumiert hat oder nicht, das kann ich noch nicht sagen, aber ich vermute mal, nein. Hier liegen Nikotinpflaster. Ja, hat er beim Elternabend auch dabei, verteilt er großzügig in der Schule in den Raucherecken. Wehret den Anfängen. Dr. Sturm. Ja. Das Opfer hat eine Wunde am Hinterkopf. Der Sturz hier, der kann die allerdings nicht verursacht haben. Dafür gibt es aber jede Menge Hautabschürfungen. Und die kommen natürlich von... Am Lenker sind Blutspuren. Das Vorderlicht ist kaputt. Wenn die Glassplitter oben an der Straße zu dem Fahrrad gehören, dann wurde er da schon von einem Wagen angefahren. War es ein Unfall? Wieso liegt er jetzt hier? Also, ich muss das natürlich noch verifizieren, aber das Opfer hat 2 Prellungen am Kinn. Wie die Abdrücke von Fingerknöcheln. Mhm. Ein Faustschlag. Vermutlich. Erike wurde mit Absicht ausgebremst. Möglich. Du, ich schau mich mal ein bisschen um, ja? Können Sie schon was zum Todeszeitpunkt sagen? Nach Körpertemperatur und Zustand der Wunde zu urteilen, gestern Abend? Bisschen genauer. So gegen 11? Gegen 11. Wenn der Täter Erike abgepasst hat, dann müsste er vom Elternabend gewusst haben. Lukas und... Christina, darf ich vorstellen? Das ist Lila. Lila Rothmann. Aha. Und das ist Hedwig. Freut mich. Lila hat den Toten gefunden. Und sie hat gestern am späten Abend einen Mann in der Nähe des Tatorts gesehen. Kam von der Brücke mit einem Hund. So groß circa. Schwarz. Und den Mann? Kannst du uns den auch beschreiben? Zu weit weg. Fast dunkel. Aber hattest du das Gefühl, dass auf jemanden wartet? Klar. Sein Hund. Er hat Stöckchen geworfen. Ziemlich lang. Ich bin dann irgendwann weg, war mir zu öde. Was machst du denn eigentlich hier so früh am Morgen? Keine Schule? Ausbildung? Das ist jetzt ein scheiß Verhör. Ich hab den Tag frei. Bin selbstständig. Gut. Lila, dann machen wir uns mal an die Arbeit. Ach so, wenn wir noch eine Frage haben, wo können wir dich erreichen? Adresse diverse Locations. Handy steht auch drauf. Gehört einem Kumpel. Der weiß, wo wir gerade sind. Danke. Ey, habt ihr mal einen Euro? Wegen dem Druckkasten. Beim nächsten Mal vielleicht.
scheiß Bullen. Es muss ein geradliniger Mensch gewesen sein, Herr Erika. Das ist Bauhaus. Wir sind in Weimar. Ja, da muss echt noch was gemacht werden. Frau Erika? Ja. Katze, mein Name. Das ist mein Kollege Hund. Kriminalpolizei. Natürlich habe ich mir Sorgen gemacht. Ich habe auch schon im Krankenhaus angerufen. Und gleich hätte ich die Polizei verständigt. Aber wer denkt denn auch an sowas? Kam es öfter vor, dass jemand über Nacht weg war? Natürlich nicht. Ich dachte, Hartmut hätte noch einen Termin nach dem Elternabend und ich hätte es vergessen. Ich bin da manchmal etwas schusselig. Und Sie waren den ganzen Abend hier? Ja. Allein? Als Hartmut nicht kam, habe ich mich hingelegt. Ich bin wohl gleich eingeschlafen. Wir schlafen getrennt. Mein Mann ist sehr geräuschempfindlich. Und auch sehr ordentlich. Ordnung ist das halbe Leben, hat Hartmut immer gesagt. Die andere Hälfte? Mein Mann war leidenschaftlich gern Lehrer. Geschichte und Mathe. Ja, meine Tochter Jule. Unsere Tochter Jule. Unsere Tochter Jule ist in seiner Klasse. Dann wissen Sie ja, was ich meine. Allerdings. Frau Erika, wir haben eine leere Flasche bei Ihrem Mann gefunden. Schnaps, um genau zu sein. Bitte? Hartmut trinkt nie. Höchstens an Silvester. Oder wenn es was zu feiern gab. Und das gab es in letzter Zeit nicht? Mein Mann sollte neuer Fachbereichsleiter Mathematik werden. Sollte. Florian Deuter ist es geworden. Neu an der Schule und komplett unfähig. Sag Ihr Mann. Hartmut musste es wohl wissen. Die beiden haben in Leipzig zusammen studiert. Ohne meinen Mann hätte der wohl sein Examen nie gekriegt. Hartmut war der bessere Mathematiker. Und Lehrer. Hatte Ihr Mann Feinde? Bei uns im Viertel gibt es seit kurzem eine Raucherbar. Hartmut und der Wirt lagen ständig im Streit. Einmal stand er bei uns vor der Tür. Fast hätte ich die Polizei geholt. Stand hier mit seinem großen schwarzen Hund und hat Hartmut gedroht. Wenn er noch einmal bei ihm auftaucht, dann wäre es das letzte Mal. Dabei hat mein Mann doch recht. Wenn der Wind ungünstig steht, zieht der ganze Rauch in die Vorgärten. Überall liegen Kippen rum und ungesund ist es auch. Mein Mann hat deshalb Nikotinpflaster verteilt. Er hat auch in der Bar Nikotinpflaster verteilt? An die Gäste? Ja, damit die von ihrer Sucht loskommen. Frau Erika, dürften wir mal ins Arbeitszimmer? Da stehen seine Nikotinpflaster. Damit hat er dann zweimal vom Qualm befreien können. Teures Hobby. Hartmut hat immer auf Vorrat bestellt. Es kam etwas billiger. Und die Pflaster hat er dann großzügig an die Raucher verteilt. Der Barbesitzer dieser Maurer war natürlich nicht begeistert. Er meinte, Hartmut verbrät ihm die Gäste. Kommt er denn bloß darauf? Wo ist denn diese Bar? Die ist hier schräg gegenüber, bei 28. Wissen Sie, ob Ihr Mann immer den gleichen Heimweg von der Schule genommen hat? Hartmut liebte seine tägliche Routine. Und Sie? Liebten Sie Ihren Mann? Hartmut war meine erste große Liebe. Und es ist immer geblieben. Algebra Klasse 8, Geometrie Klasse 9, Übungsaufgaben 9 und 10. Mein Mann hat sich immer sehr intensiv auf den Unterricht vorbereitet. Lehrer sein ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Seine Worte. Und so ein Mann wird kein Fachbereichsleiter. Das ist ein Skandal. Erst um 18 Uhr auf der Laden. Gestern hat er geschlossen. Aber Theo Maurer, den kenne ich doch. Ich hol Yvette an. Alles okay. Ja, mein Lieber, ist ja gut. Yvette? Ja, tu mir mal einen Gefallen. Fühl doch mal einem gewissen Theo Maurer auf den Zahn. Das ist der Besitzer der Bar 28. Ja. Ja. Danke. Wir Hunde müssen noch zusammenhalten. Jetzt ist... Ja, mein Lieber. Wenn Sie den Maurer suchen, der ist nicht da. Okay, das reicht jetzt aber. Ja, das haben wir auch schon gemerkt.
Sagen Sie, Sie kriegen doch hier bestimmt so einiges mit von der Bar. Das können Sie laut sagen. Erzählen Sie mal, gab's da öfter Ärger? Ja, komm, komm, na los, komm! So ganz verstehe ich ja nicht, warum der unbedingt mit musste. Du, Lila Rothmann soll ihn sich noch mal ansehen. Vielleicht erkennt sie ihn wieder. Der Hund könnte wichtiger Zeuge sein. Mach mal ein paar Sprachübungen mit ihm. Sag mal, ich kenne den Mörder. Na komm. Ha? Oh, macht er ja schon ganz toll. Dr. Sturm, komm. Hast du schon was für uns? Ja, das hat die KTU geschickt. PKW-Bremsspuren auf der Straße jenseits des Parks, wissen wir bereits. Blutspuren am Fahrradlenker, Glassplitter, passend zur Fahrradlampe. Aha. Blutspuren auf dem Bordstein werden noch untersucht. Das war's? Ja, ich habe noch was zu Theo Maurer. Gegen ihn liegen 2 Anzeigen beim Ordnungsamt vor, wegen Anwesenheit Minderjähriger in seiner Raucherbar. Beide Anzeigen stammen von Hartmut Ericke. Wie hast du denn den Herrn Maurer schon erreicht? Ist unterwegs. Gut. Nutzen wir doch die Zeit. Dr. Sturm? Ja, der Obduktionsbericht ist noch nicht fertig, aber ich habe ein paar interessante Zwischenergebnisse. Entschuldigung. Lila Rothmann, soll bitte mal herkommen, ja? Danke, Yvette. Gern geschehen. So. Die Blutprobe war negativ. Das heißt, der Mann hatte vor seinem Tod keinen Alkohol zu sich genommen. Ja. Wenn man seiner Ehefrau glauben darf, war das zu erwarten. An der Flasche waren diverse Fingerabdrücke und das Etikett war vergilbt. Naja, dann wird sie wohl schon länger da gelegen haben. Ja? Ich habe ja am Tatort vermutet, dass der Todeszeitpunkt gegen 11 Uhr abends war. Ja, das muss ich jetzt höchstwahrscheinlich eventuell also revidieren. Hier, wir haben ein erstes MRT vom Gehirn gemacht. Die Wunde am Kopf führte zu inneren Gefäßverletzungen und die dann zu Einblutungen. Das heißt, der Mann starb höchstwahrscheinlich an einer Hirnblutung. Und das also nicht schon um 11 Uhr? Nein, eher gegen 1 Uhr morgens. Oder später, aber das ist alles vorläufig. Sicher kann ich sagen, dass die Prellungen am Kinn von einem Fausthieb stammen. Gut. Theo Maurer wäre dann da. Hey, mein Kleiner. Da bist du ja. Können Sie mir mal sagen, was Fritz hier macht? Fritz wollte unbedingt mit aufs Revier. Ach ja? Meine Nachbarin hat es mir anders erzählt. Sie hätten ihn rausgelockt und mitgenommen? Ihre Nachbarin erzählt offenbar eine ganze Menge. Allerdings über Sie wenig Gutes. Wir kennen uns doch. Ja, lange nicht gesehen. Christina Katzer. Theos Tante hat eine Bäckerei in Weimar. Die besten Schrippen in der Stadt. Und er ist der Bienenstich. Hast du mich deshalb herbestellt? Wegen der guten alten Zeiten? Nee, eigentlich wegen ihrer schönen neuen Bar, die Sie haben. Setz dich. Was ist? Wo waren Sie gestern Abend zwischen 22 Uhr und 1 Uhr morgens? Ich war zu Hause. In meiner schönen neuen Bar. Da hatte sie doch geschlossen. Ich habe abgerechnet, geputzt. Was soll denn der Quatsch? Sagt dir der Name Hartmut Ericke was? Na klar. Komplett durchgeknallter Raucherhase. Ach, deshalb bin ich hier. Wegen der Sache beim Ordnungsamt? Sag mal, habt ihr nichts Besseres zu tun? Hartmut Ericke ist tot. Ermordet. Und weiter? Weiter wissen wir noch nicht. Überlegen aber gerade, ob Sie ihn nicht umgebracht haben. Ach so. Na dann überlegt mal schön weiter. Ich war es nämlich nicht. Nicht? Nicht. Der Mann verteilt in ihrer Bar Nikotinpflaster, was Raucher selten lustig finden. Der Mann hetzt ihm das Ordnungsamt auf den Hals. Der Mann sammelt Unterschriften gegen sie und hätte bald genug gehabt, um sie rauszuklagen. Dazu noch Minderjährige in einer Raucherbar. Dann plötzlich ist der Mann tot. Der Ericke, der war ein Spinner. Der war krank. Warum soll ich ihn umbringen? Sie haben ihn sich schon 2-mal gründlich zur Brust genommen. Dieses Mal vielleicht endgültig. Immerhin hängt an dieser Bar ihre ganze Existenz. Der Typ hatte Hausverbot und kommt trotzdem immer wieder. Was soll ich denn tun? Ja, und da ist Zuschlagen die letzte Möglichkeit. Und Mord ein Kavaliersdelikt. Ist ja gar nichts mehr. Theo, du hast ein Motiv und du warst gestern im Park. Wer will mich denn im Park gesehen haben? Yvette! Ja? Wie sieht's denn aus? Lila Rothmann wartet draußen, sie wollte nicht reinkommen. Lila! Und? Wie sieht's aus? Sag mal, ist das der Mann und das der Hund?
Keine Ahnung. Ja, würdest du bitte mal einen Blick auf die beiden werfen? Ihr schuldet mir noch einen Euro. Sagen wir drei. Das ist Erpressung. Läuft leider bei uns nicht. Dann habe ich keine Ahnung. So läuft das leider bei mir. Lila, das wird jetzt echt ein bisschen albern. Wir ermitteln in einem Mordfall. Boah, ehrlich. Den Spruch habe ich ja nie gehört. Okay, dann machen wir es anders. Hedwig kriegt eine Tüte Cracker und du sagst uns, was du weißt. Hedwig frisst am liebsten Steak. In Ordnung, Steak. Jetzt sag. Der Hund kann sein. Der Mann weiß nicht. Die Antwort kennen wir schon von dir. Hab ich mich mit Hedwig hierher bestellt oder ihr? Ich krieg ein Steak. Das ist ein Gutschein. Oh Mann! Seid solche Dealer! Kann ich jetzt gehen? Ja, aber Sie bleiben in unserer Nähe. Raus aus Weimar ist gerade nicht. Verstanden? Komm, Fritz. Wir sehen gefährlicher aus, als wir sind. Handys können draußen bleiben. Pipo-Katzer. Die Mutter von der Kleinen aus der 9. Pipo-Katzer, wie geil. Kann ich das benutzen? Ihr alle kennt doch Herrn Erike. Nicht freiwillig. Und was ist mit Theo Maurer? Der hat eine Bar in der Nähe vom Haus der Erikes. Hat Theo schon wieder Ärger bekommen? Ah, ihr kennt ihn also. Wart ihr alle schon in seiner Bar? Was ist mit Theo? Ja, und was mit Erike? Hartmut Erike ist tot. Was? Wie das denn? Der Erike war nicht sonderlich beliebt, oder? Ihre Tochter geht doch selbst hier auf die Schule. Die weiß, was Erik für ein Arsch ist. War. Gut, aber wir reden hier nicht mit unserer Tochter, sondern mit euch. Also, wer stand ganz oben auf Erikes Abschlussliste? Was sind das denn bitte für kranke Fragen? Ist der Typ ermordet worden, oder was? Nee, oder? Alter, jemand hat Erike gekillt. Ja. Ja, cool. Ja, kriegen wir jetzt noch eine Antwort auf unsere Frage? Ja. Alle hatten Stress mit Erika. Und zwar rund um die Uhr. Gut, dann danke für das Gespräch. Wir sehen uns sicher noch. Wer soll ihn eingeklemmt haben? Immer noch genau wie früher. Die Raucher stehen zusammen und machen einen auf cool. Nur der eine. War so gar nicht cool. Das habe ich auch bemerkt. Warte mal. Wir fordern einen eigenen Raucherbereich, sofort. Oh, die haben es dem guten Mann aber auch wirklich nicht gleich gemacht. Bezeichnet Tom Duve and Friends. Ich muss hier Filme gucken, was da gerade ist. Ja. Nee, oder? Ist Erike tot? Ermordet? Was? Woher weißt du denn das? Na, erst fällt Mathe aus. Dann kommt das Foto des meiner Kripo-Eltern. Foto? Welches Foto? Na, von Erike, das steht im Schülerportal. Ich hab's runtergeladen. Gib mir mal dein Handy. Moment. Da. Krass, oder? War der da etwa schon tot? Weißt du, wer das gepostet hat? Keine Ahnung. War anonym. Ja, und in dieses Schülerportal kann jeder? Na, wenn der Schüler so einen Zugang hat, ja. Dann gib mir bitte mal deine Zugangsdaten. Hm? Hallo? Handy? Du kriegst es ja wieder, aber nicht jetzt. Ohne Handy keine Zugangsdaten. Ey, Mama, das ist privat. Okay, musst du nicht. Komm auch ohne dich daran. Super. Handy? Später. Und Jule? Ja? Wo finden wir den Florian Deuter, den Fachbereichsleiter Mathe? Treppe hoch und dann rechts. Yvette? Ja, unser IT-Fachmann soll sich mal mit dem Administrator von Jules Schule in Verbindung setzen. Da ist ein Foto vom toten Erike auf dem Schülerportal. Ich brauche den Absender. Wenn das Bild im Schülerportal gepostet wurde, dann hat es auch ein Schüler da hochgeladen. Ja, oder ein schlauer Lehrer, der Zugang hatte. Warum bringt jemand den Mathelehrer um? Macht ein Foto und stellt es ins Schülerportal. Um von sich abzulenken, sofern der Fotograf denn unser Täter ist. Das ist ja gruselig. Wer macht denn sowas? Tja, die Frage haben wir uns auch schon gestellt. Herr Erike galt als strenger Lehrer. Hatte er mit manchen Schülern besondere Probleme? Probleme zwischen Lehrern und Schülern gibt es immer wieder mal. Aber es stimmt schon.
Erika war wirklich ein ganz spezieller Fall. Naja, es gibt Schüler, die sind schlecht in Mathe, und es gibt Schüler, die sind schlecht in Mathe und rauchen. Hm, ja. Diese Kombination hat Herrn Erike sicherlich nicht gefallen. Ganz und gar nicht. Können Sie uns da Namen geben? Ich werde meine Schüler auf keinen Fall vorverurteilen. Das verlangt ja auch niemand von Ihnen. Aber das hier ist nun wirklich kein harmloser Schülerstreich. Und falls es ein Schüler gewesen ist, dann wird er seine Gründe gehabt haben. Sehr persönliche Gründe, die uns natürlich interessieren würden. Also gut. Jakob Meister. Moment. Jakob Meister, Sven Umbricht, ja. Mit T, chronische Fünferkandidaten und Raucher. Robert Langer genauso. Und Tom Duwe. Der kann froh sein, wenn er das Abitur überhaupt schafft. Tom Duwe, das ist doch der mit der Unterschriftenaktion für die Raucherecke. Ganz genau. Die Raucherecke, die hat Erika besonders gestunken. Und natürlich ihre Tochter, die Jule. Naja, die gibt auch nicht gerade Anlass zur Schwärmerei. Jule, die raucht doch gar nicht. Bleibt sie sitzen? Weit davon entfernt ist sie nicht. Zwei Beamte als Eltern und trotzdem keine Leuchte, hat Erika mal gesagt. Aber deswegen wird sie ja wohl nicht gleich einen Lehrer umbringen, oder? Kaum vorstellbar. Wie kommen Sie denn eigentlich mit Herrn Erika klar? Gut, ich meine, wir waren Kollegen, nicht mehr, nicht weniger. Ach, Sie haben doch aber auch zusammen studiert in Leipzig, das hat uns Frau Erika erzählt. Ja, und? Und, dass Ihr Mann ein sehr begabter Mathematiker war. Ja, Hartmut war ein begabter Mathematiker. Und worauf wollen Sie hinaus? Dass es nicht unbedingt zu Ihrem Nachteil war. Frau Erika meint, Ihr Mann hat Sie in Ihrem Studium unterstützt. Mich? Aha. Wir waren in der gleichen Studiengruppe, mehr nicht. Warum fragen Sie? War eine Neugier. Obwohl, vielleicht weil Sie Fachbereichsleiter geworden sind und nicht Erika, trotz seiner mathematischen Kompetenz. Und länger an der Schule war er auch. Stimmt. Komisch eigentlich. Wieso hat nicht er den Job bekommen? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Entscheidung der Schulbehörde und der Direktorin. Vielleicht bin ich ja der umgänglichere Typ. Wissen Sie, als Fachbereichsleiter, da muss man kommunizieren können. Menschen verbinden. Und das können Sie? Ja. Zumindest sagten wir das nach. Wo waren Sie denn gestern Abend? Ich war zu Hause mit meiner Frau. Und jetzt habe ich Unterricht. Was für ein altlatter Typ. Der tat fast so, als wollte er von der gemeinsamen Studienzeit mit Erik nichts mehr wissen. Und auch nicht davon, dass Erik ihm geholfen hat während des Studiums. Das hat er vielleicht vergessen. Ich meine, ich erinnere mich auch nicht an alles und jeden, was vor 20 Jahren war. Naja, du bist kein Garant. Du kannst dich auch nicht mehr daran erinnern, mit wem du letzte Woche deine Nächte verbracht hast. Fahren wir zu Tom Duwe. Hast du die Adresse? Ja, Harzer Straße 55. Die Sekretärin kannte sie auswendig. Sie hat sie letzte Woche für Erik schon rausgesucht. Darf ich, Mom? Darf ich fahren? Träum weiter, Junge. Schöne Musik. Saus, aber genauso farblos wie bei dem blöden Spießer Erika. Hey, halt dich mal zurück, der Mann ist tot. Warum sollte ich das? Denk mal dran, was der über uns gesagt hat. Jule, keine Leuchte. Der hätte sich mal fragen sollen, warum die halbe Klasse zwei Noten abgerutscht ist, seitdem er ihr Lehrer war. Oh. Wir sollten mit Jule reden. Gemeinsam. Okay. Tom Duwe. Na, wir kennen uns ja schon, ne? Können wir reinkommen? Das Foto kenne ich, ja. So ein toter Lehrer ist offenbar eine echte Sensation. Du hast das Bild sicher auch runtergeladen. Kann ich mal dein Handy sehen? Das geht nicht. Ich hab's verloren vor ein paar Tagen. Das ist ja ärgerlich. Hast du es denn orten lassen? Das funktioniert nicht. Es ist aus. In deinem Alter ohne Handy. Geht das überhaupt? Das Neue ist schon bestellt. Es ist morgen da. So, so. Schön habt ihr es hier. Deine Eltern haben echt Geschmack. Sie sind beide Architekten. Netter Beruf. Da erwarten Sie bestimmt, dass aus Ihrem Sohn auch was Nettes wird. Abitur, Studium, paar Semester im Ausland vielleicht. Mal schauen. Meine Eltern sind keine Stresser, die lassen mich doch schon machen. Na, da hast du ja Glück gehabt mit deinen Eltern. Anders als mit deinem Lehrer. Hartmut Erike war ein Stresser, stimmt's? Ich weiß nicht. Gut, dann anders. Wo warst du gestern Abend? Spät abends. Ich? Ja? Hier zu Hause am Computer. Kann das jemand bezeugen? Meine Mutter. Und wo ist deine Mutter jetzt? Nicht da. Wie hat denn deine Mutter reagiert, als Hartmut Erika letzte Woche vor der Tür stand? Sie hat ihn hereingebeten und gefragt, ob er Kaffee wollte. Aber er wollte lieber Tee. Und? Da haben wir gesessen und geredet. Worüber?
Über meine Noten, dass sie nicht so gut sind. Ja. Hat Herr Erike deinen Eltern auch erzählt, dass du lieber in Theos Raucherbar abhängst, als dich mal ein bisschen um dein Abitur zu kümmern? Und dass du dich in der Schule für eine Rauchecke einsetzt? Ja, oder war das okay für sie? Weil sie halt kein Stresser sind. Ich habe mit dem Tod von Erika und mit dem Foto nichts zu tun. Der Typ ist mir einfach egal. Komisch. Irgendwie glaube ich dir das nicht. Hast du einen Führerschein? Es gibt Neuigkeiten. Dr. Sturm hat den Todeszeitpunkt auf 1 Uhr bestätigt. Und das Labor lässt ausrichten, dass das Blut am Bordstein und am Fahrradlenker von Erika stammt. Und ich habe euch das Foto aus dem Schülerportal mal großgezogen. Und jetzt schaut mal links unten auf die Ecke. Klein, aber oho. 23.14 Uhr. Ein Timecode. Der Handyfotograf macht ein Foto von Erika 2 Stunden vor seinem Tod. Das macht gar keinen Sinn. Außer er hat gedacht, der Mann ist einfach nur betrunken und hat ihn deswegen liegen lassen. Weiß unser IT-Fachmann denn schon, wer der Absender ist? Leider noch nicht, aber Jochen hat gesagt, das Foto wurde auf dem Umweg über einen Proxy-Server hochgeladen. Und so ein Server sorgt dafür, dass der Absender anonym bleibt. Na großartig. Also kommen wir an den Kern nicht ran. So jedenfalls nicht, aber Jochen meint auch, dass das hochgeladene Foto ja irgendwie im Schülerportal landen musste, damit die Schüler das über einen Link runterladen können. Und zu diesem Link muss es einen Account geben. Aha. Und wem gehört der Account? Das wissen wir noch nicht, aber Jochen ist weiter dran. Er hofft, er weiß morgen mehr. Guter Jochen. Danke, Judith. Gern geschehen. Sag mal, was kreuzen wir da die ganze Zeit durch um das Handy? Ich? Hm. Schon weg. Ich spreche morgen als erstes mit Toms Mutter über sein Alibi. Obwohl, eine Mutter wird sich wahrscheinlich immer vor ihren Sohn stellen. Vielleicht weiß sie ja auch gar nicht, dass es ihr Sohn ist. Ich meine, mir hat man ja auch jahrelang verschwiegen, dass ich eine Tochter habe. Dafür gab es gute Gründe. Ja. Barmann Theo hat übrigens auch gute Gründe. Ich meine, für ihn stand seine ganze Existenz auf dem Spiel. Theo war es nicht. Ich fand ihn immer nett. Yvette, man muss immer mit dem Schlimmsten rechnen. Apropos rechnen. Ich finde, wir sollten uns mal um eine Nachhilfe für Jule kümmern. Ja, vielleicht bringt er noch was. Trotz Y-Chromosom. Ich mach Feierabend. Ich komm mit. Hä? Hey, wir wollten noch mit Jule reden. Schlechte Zensuren, Erike. Warum nicht heute? Ja. Du willst doch bloß eine warme Mahlzeit. Schönen Feierabend. Tschüss. Und kann ich dir nicht doch irgendwie helfen? Kartoffeln schälen oder sowas? Setzt euch mal schön hin und macht euer Gespräch. Hier steht ihr mir nur im Wege. Lukas hat sowieso keine Ahnung vom Küchendienst. Ja? Dafür kenne ich die Nummer vom Pizzaservice auswendig. Oh ja, das ist. Lukas kann nachher den Tisch decken, das schafft er schon. Na, gerade so. Ist du überhaupt mit? Setz dich doch schon mal wieder. Komm bitte. Ja, sehr gut. Was gibt's denn? Habt ihr Erikes Mörder gefasst? Nee. Dann sag mir Bescheid, wenn es soweit ist, dann kann ich das ja gleich posten. Jule, du weißt, dass das verboten ist. Du fällst immer wieder drauf rein, oder? Sag mal, wo ist denn eigentlich mein Handy? Das hat Lukas. Und er hat es auch ganz genau untersucht. Keine Sorge, ich habe keine der eingehenden 53 SMS gelesen. 53? Seit heute Morgen? Ja, komisch, finde ich auch ein bisschen wenig. Du hast nicht zufällig welche gelöscht. Okay, Jule, damit sind wir auch schon mitten im Thema. Wir haben nämlich den Eindruck, dass deine außerschulischen Interessen nicht im Verhältnis stehen zu deinen schulischen Verpflichtungen. Ja, deshalb wollten wir doch mit ihr reden, oder? Und was hat das mit den SMSen zu tun? Erika war nicht gerade von deinen Leistungen angetan. Jule, du bist versetzungsgefährdet. Oh, ey, Erika. Ja, bei dem sind alle voll abgerutscht. Aber jetzt, wo der weg ist, da wird das doch wieder besser. Erika ist tot. Ja, sorry, tut mir ja voll leid, dass er tot ist. Ja, so siehst du schon aus. Komm schon, Jule. Uns beiden musst du doch nichts vorspielen. Wenn du unter dem Druck von Erika gelitten hast und deswegen zu verbotenen Mitteln greifen musstest, dann können wir darüber reden. Meint Lukas gerade, dass ich Erika umgelegt habe? Das frage ich mich gerade auch. Meinst du das? Natürlich nicht. Komm, gib mir nochmal das Handy. Komm, bitte ganz kurz.
Bleib sitzen, ich geh schon. Hier. Hast du uns vielleicht dazu irgendwas zu sagen? Ja, guck mal, Mama. Das hast du doch letztes Jahr in Marokko gemacht. Guck mal. Oh Gott. War das nicht der Moment, wo der Kellner mit einer Shisha kam? Genau. Wo damit du mal Stone gucken kannst. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Vergiss es. Steck's einfach wieder weg. Alex ist da, er wollte dich überraschen. Hallo zusammen. Ich habe ihn gefragt, ob er mitessen will. Ich esse gerne mit. Wie schön. Vielen Dank für das tolle Essen, das war wirklich hervorragend. Es freut mich, danke schön. Sag mal, hast du eigentlich den schwarzen Gürtel im Kung Fu? Ja. Dann hast du doch sicher schon mal jemanden so richtig flach gelegt, oder? So mit allem drum und dran. Klar, das gehört doch dazu. Ciao. Tschüss. Bis bald, hat mich gefreut. Bis bald. Theo ist wahrscheinlich unschuldig und an den, der das Foto gepostet hat, kann man nicht ran. Jochen sagt, der Typ hat sich einen Fake-Account eingerichtet, den man keiner realen Person zuordnen kann. Damit sind wir wieder am Anfang. Im Gegenteil. Ich war gerade bei Toms Mutter und du glaubst nicht, was die mir erzählt hat. Toms Mutter wollte nicht lauschen, aber als sie am Elternsprechtag vor Erikes Klassenzimmer sitzt und darauf wartet, dass sie drankommt, da hört sie die beiden da drin so laut streiten, dass sie jedes Wort mitbekommt. Erike hat wörtlich zu Deuter gesagt, ich lass dich auffliegen, wenn du nicht freiwillig abtrittst. Yep. Und dass Deuter ohne ihn nie Fachbereichsleiter geworden wäre. Und dass er seine Examensarbeit geschrieben hat. Und das auch beweisen kann. Und dass er eine Null ist. Und keinen blassen Schimmer von Mathematik hat. Da hat Deuter nur noch höhnisch gelacht. Ist ja auch eine heftige Beleidigung. Erika war kein Mann der leeren Worte. Wenn der sagt, er hat Beweise, dann hat er die auch. Und die holen wir uns jetzt. Klavierstück habe ich doch gestern schon mal gehört. Mozart, irgendeine frühe Sonate. C-Dur. Du hast keine Ahnung von klassischer Musik. Das hat deine Mutter ja gründlich versaut. Naja, zum Glück weißt du, wie man sich rächt. Wie meinst du denn das? Mütter stehen auf Hochzeit in Weiß, Blümchenregen und so. Aber das können sie bei dir ja knicken. Wenn es die richtige Frau ist. Ich bin nicht halb so unromantisch, wie du denkst, Christina. Hallo, Frau Erike. Können wir noch mal Ihr Schlafzimmer sehen? Das Schlafzimmer? Das Arbeitszimmer, meine ich. Ja, natürlich. Tom, was machst du denn hier? Ich habe einige Schüler aus der Schule meines Mannes. Auch wenn er nicht unbedingt davon wusste. Tom ist mit Abstand der Begabteste. Er liebt Mozart. Bis nächste Woche dann? Ja, gerne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Welche Sonate war denn das? Mozart, C-Dur. Können wir? Ja, bitte. Vorlesungsaufzeichnung, Skizzen. Einfach nichts Auffälliges. Wenn Sie mir sagen, wonach Sie suchen? Ja. Wir vermuten, dass Ihr Mann Florian Deuter dabei geholfen hat, seine Examensarbeit zu schreiben. Und es müssten Aufzeichnungen existieren, die das beweisen. Davon hat mir nie etwas gesagt. Aber das heißt ja nichts. Christina, guck dir das mal an. Didaktik der analytischen Geometrie, Mai 98. In blau geschrieben, auffällig oft mit rot korrigiert. Das ist doch die Handschrift Ihres Mannes. Die rote, ja. Die blaue kenne ich nicht. Oh,
Wir müssen uns die Arbeit mal ausleihen. Ja, natürlich. Ich rufe Yvette an. Die soll uns mal das Original dieser Arbeit von der Uni Leipzig runterladen. Ja? Gut, wir melden uns dann bei Ihnen. Schönen Tag noch. Ich habe die Arbeit jetzt zweimal gelesen. Ich habe jeden Buchstaben und jede Ziffer verglichen. Ich sag mal, zwei Drittel Anteil Erike ist noch freundlich ausgedrückt. Und das heißt jetzt was? Naja, dass ohne Erikes Rotstift Deuter nie eine 1 bekommen hätte. Und dass ohne Deuters Berufung zum Fachbereichsleiter Erike noch leben würde. Und jetzt müssen wir gucken, dass Deuter gesteht. Soll ich ihn anrufen? Ja gut, er hat mir bei meiner Examensarbeit ein bisschen geholfen. Und? Zwei Drittel ist für Sie ein bisschen. Meine Güte, das ist 15 Jahre her. Hartmut fand das Thema spannend. Wen interessiert denn das heute noch? Schulamt, Direktorin. Es sind schon größere angefälschten Examensarbeiten gescheitert. Ach, das hier ist Weimar und nicht Berlin. Die Direktorin ist froh, dass sie jemand wie mich gefunden hat. Interessante Haltung. Ich habe 15 Jahre Lehrerfahrung. Lehrer und Schüler schätzen mich. Das konnte Kollege Erike mit Sicherheit nicht von sich behaupten. Ja, mich würde so ein Typ auch nerven. Wir lernen wieder mit Nikotinpflastern oder gefälschten Examensarbeiten. Ich habe Hartmut nie wirklich ernst genommen. Heute nicht und damals auch nicht. Deren Fachbereichsleiter. Lächerlich. Ja, blöd nur, dass Erike sie und nicht sich selbst für eine Fehlbesetzung hielt. Er wollte, dass sie abtreten. Er hat ihn gedroht. Das hat eine Zeugin gehört. Und sie wussten ganz genau, bei dem massiven Betrug wären sie ihren Job los. Ich habe Hartmut Erike nicht umgebracht. Sie kannten seinen Heimweg. Sie wussten, wann der Elternabend zu Ende ist. Sie hatten ein starkes Motiv, sich diesen Mann endgültig vom Hals zu schaffen. Ganz miese Nummer. Das ist eine schöne Geschichte. Sie haben nur eins vergessen. Ich habe ein Alibi. Aber nicht mehr lange. Wir machen das jetzt so. Wir konfiszieren Ihr Handy. Sprechen mit Ihrer Frau über Ihr Alibi. Nehmen Ihren Wagen auseinander. Profilanalyse. Karosseriecheck, das Übliche. Wir werden Sie dran kriegen. Versprochen. Christina, Lukas, kommt ihr mal bitte kurz? Ach, und die nächsten 24 Stunden sind Sie natürlich unser Gast. Wird aber bestimmt nicht so lange dauern. Der Administrator von Jules Schule hat angerufen. Jemand hat das Foto von Erike gelöscht. Und was heißt das? Naja, endgültig löschen kann das Foto nur derjenige, der es auch reingestellt hat. Und weiß unser Genie Jochen auch, von wo aus das Foto gelöscht wurde? Nein, aber das weiß der Administrator. Vom Computer im Musikzimmer der Schule. Jeder hat da seinen eigenen Account. Florian Deuter? Der das Foto löscht, bevor er hierher kommt? Laut Administrator wurde das Foto erst vor einer halben Stunde gelöscht. Da war Deuter schon hier. Los, komm, wir fahren zur Schule. Schick du bitte ein paar Leute zu Deuters Frau. Die sollen die ganze Wohnung auseinandernehmen. Ohne Durchsuchungsbeschluss? Denen fällt schon was ein. Du meinst, von mir fällt schon was ein. Hast du keine Schule? Nein. Das ist Tina. Tina geht auf die Grundschule direkt nebenan. Nachmittags nutzt sie manchmal unser Musikzimmer, weil ihre Eltern kein Klavier zu Hause haben. Wenn sie mich fragen, Tina wird meine große Pianistin. Stimmt's, Tina? Und du hast dich also ins Schülerportal eingeloggt. Obwohl Tina gar keine Schülerin hier ist. Tina tauscht sich über unser Portal manchmal mit älteren Klavierschülern aus. Kleine Fachdebatte unter Profis. So stelle ich mir das vor. Naja, und wie das halt so ist. Hat sie die Zeit vergessen, musste schnell los und hat sich nicht ausgeloggt. Das heißt, es kann sich ein anderer Schüler an ihren offenen Account gesetzt haben. Wirklich, ja. Ist das Musikzimmer für alle Schüler offen? Nein, nur die Musikschüler haben einen Schlüssel. Auch Tom Duwe? Ja, klar. Danke. Frau Erike hat gerade bestätigt. Tom war am Elternabend zum Klavierunterricht bei ihr. Mit seinem Fahrrad. Warum hat sie uns das nicht gleich gesagt? Weil es für sie überhaupt nicht in Frage kam, dass er damit was zu tun haben könnte. Mozart-Freunde unter sich. Ja. Und Tom fährt dann also los, bevor Erike nach Hause gekommen wäre. Und im Park trifft er auf ihn. Genau. Tom? Wir müssen dich bitten, mit aufs Präsidium zu kommen. Oh nein, ja. Ja, komm, mach schon, sonst ist er weg.
bleib stehen, Tom! Also wenn ich jetzt ein Foto von dir mache und das bei euch poste, da tue ich dir keinen Gefallen mit. Das wird irgendwie nicht besser, Junge. Komm mal runter. Na komm. Hey, stimmt. So. War schön, dass ich nicht mehr der Jüngste bin, ne? Ich habe Erike nicht getötet, ich schwöre. Ich bin nach der Klavierstunde auf mein Fahrrad und dann durch den Park. Plötzlich sehe ich ihn am Graben liegen. Oberstresser Erike. Betrunken, was für eine Story. Deshalb hast du also das Foto gemacht und gepostet. Wenn ich gewusst hätte, dass er so gut wie tot ist, dann... Ich sah bei dem immer scheiße aus. Ich wollte, dass er auch mal scheiße aussieht. Wenn das so ist, wie du sagst, warum hast du dann ausgerechnet jetzt das Foto gelöscht? Ich wollte, dass es weg ist, endgültig weg. Ich habe Erike nicht umgebracht, wirklich. Immerhin hast du ihn sterben lassen. Also los. Sieh, dem kannst du deine Eltern anrufen. Ja. Ja, sehr schön. Wir sind jetzt auf dem Weg. Schönen Gruß an Ihrer Frau. Sie hat ihr Alibi übrigens nicht bestätigt. Jedenfalls nicht lange. Dafür hat sie unserem Beamten die Schuhe gezeigt, die sie in der Tatnacht anhatten. Wie so oft steckt der Teufel im Detail. In diesem Fall, in der Sohle ihres Schuhs, ein Glassplitter. Vielleicht von Erikes zerbrochener Fahrradlampe? Na, das Labor wird es uns beweisen. Oder was meinen Sie? Herr Deuter, Schweigen bringt Sie jetzt überhaupt nicht mehr weiter. Erik hat mich erpresst. Ich sollte freiwillig von meinem Amt zurücktreten und Ihnen in aller Demut, genauso hat er sich ausgedrückt, als meinen würdigen Nachfolger einsetzen. Das sei ich unserem Berufsstand schuldig. Meiner Ehre. Der Typ war komplett durchgeknallt. Deshalb haben Sie ihm aufgelauert und zugeschlagen. Ich wollte ihm nur eine Lektion erteilen, wenn nicht. Ich habe ihn nach dem Elternabend abgepasst. Ich wollte mit ihm reden. Ich habe ihm gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Ich wollte ihn nur einschüchtern. Aber er hat nur gelacht und gemeint, ich könne ihm gar nichts. Er hätte Beweise. Ich konnte nicht an, dass der dieses Zeug jahrelang aufhält. Ich habe ihn nur geschubst. Geschubst? War es nicht doch eher ein harter Schlag mit der Rechten? Ja, vielleicht habe ich ihn leicht mit der Faust touchiert, aber mehr auch nicht. Erik ist natürlich gleich hingefallen. Er hatte eine ziemlich heftige Wunde am Kopf. Ich dachte, das ist nicht so schlimm. Ich bin ins Auto gestiegen und weggefahren. Und dann haben Sie sich doch mal anders überlegt. Was, wenn er doch auspackt? Wenn er sich nicht einschüchtern lässt? Sie sind zurückgefahren und haben ihn das zweite Mal vom Fahrrad geholt. Nein, so war's nicht. Ich bin noch mal zurück, ja, aber nur um zu schauen, ob Erik es sich schon erholt hat. Und? Hatte er? Ja. Ich habe ganz genau gesehen, wie er auf sein Fahrrad gestiegen und in den Park gefahren ist. Ich dachte mir natürlich, dass alles in Ordnung ist und deswegen bin ich weitergefahren. Ich wollte ihn nicht umbringen. Bitte, das müssen Sie mir glauben. Müssen wir nicht. Erzählen Sie das dem Richter. Gut, Herr Dr. Sturm, dann danke ich Ihnen erstmal. Nein, wenn Sie das nächste Mal kommen, haben wir keinen Hund hier. Das war eine einmalige Ausnahme. Ja, versprochen. Wünsche ich Ihnen auch. Danke. Dr. Sturm sagt, medizinisch betrachtet könnte Tom die Wahrheit sagen und Florian Deuter auch. Wenn Deuter es schafft, den Richter von seiner Version der Geschichte zu überzeugen, dann läuft es für ihn auf Totschlag hinaus. Und Tom wird dann auch nur wegen unterlassener Hilfeleistung verurteilt? Na, nur würde ich jetzt nicht sagen. Aber in der Sache hast du recht, ja. Ich mach Feierabend. Alex? Wir gehen zum Italiener. Ach was, ich dachte, Pizza macht dick und ist ungesund. Das trainieren wir uns danach wieder ab. Oh la la, Frau Katzer.
Wir gehen spazieren. Woran habt ihr denn gedacht? Schönen Abend. Du, den werden wir haben. Ich lade Yvette noch zu dem neuen Spanier ein. Viel Spaß. Lukas, ich kann heute Abend nicht. Ich bin mit Jochen zum Kino verabredet. Lukas, dir fällt sicher was Hübsches ein. Ich muss auch los. Mach doch Ablage. Also, Ordnung ist das halbe Leben. Lukas, ich gehe gern mal mit dir zum Spanier, aber nicht, weil es bei Christina jetzt Alex gibt. Ich bin nämlich kein Trostpflaster. Tschüss. Ja, tschüss. Mensch, avisiert euch gut. Ich kümmere mich dann mal um die Ablage, ne? Macht dabei ganz lustige Handyfotos. Ja, das wird ein Spaß. So, Akten. Sag mal, Cookie.